Hallo, mein Name ist Robert Etzdorf und ich möchte dir in diesem Seminar gern zeigen, wie du in Quiz Academy mit dem Bereich Kurse umgehen kannst. Was sind Kurse? Kurse sind ein Selbstlernmodul für deine Lernenden. Du kannst also Kurse zeitunabhängig, ortsunabhängig bereitstellen und deine Lernenden können dann mit Karteikarten und Quizfragen die Inhalte, die du gern vermitteln möchtest, entsprechend lernen. Wir bieten auch Lernalgorithmen in unseren Apps an, dass auch sehr gezielt und effizient gelernt werden kann, aber dazu später mehr. Zunächst einmal befinde ich mich im Dashboard und ich befinde mich nun hier in der ersten Kachel und zwar dem Bereich Kurse. Wir bieten in jedem Bereich jeweils ein Videotutorial an und in unserer Akademie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dort gehe ich mal kurz rein und jetzt sehe ich hier im Bereich Kurse die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die entsprechend mit Texten, GIFs und Bildern aufbereitet ist und so gegliedert ist, dass du von Anfang bis Ende auch die Themen gut nachvollziehen könntest. Aber ich will dir nun zeigen, wie du einen Kurs erstellst, wie du ihn verbreiten kannst und im Nachgang auch, wie du Kurse auch hinzufügen kannst. Starten wir mit der Erstellung eines Kurses. Wenn du noch keinen Kurs erstellt hast, dann kannst du diesen über diesen Button jetzt erstellen machen. Oder du gehst im linken Menü auf den Bereich Kurse und klickst auf Jetzt erstellen. Nun gibst du deinem Kurs erstmal einen Namen. Ich nenne den Kurs Testkurs. Dann gibst du einen Verantwortlichen. Das ist dann in der Regel dein Name. Ich werde jetzt mal Quiz Academy Nutzer 1 hier reinschreiben. Dann kannst du eine Kategorie auswählen. Wir haben vorausgewählte Kategorien, die du verwenden kannst. Wenn dir etwas fehlt, dann schreib uns gern an. Ich mache mal Weiterbildung. Und jetzt kannst du eine Lehreinrichtung auswählen. In der Regel hast du eine Lehreinrichtung, die hinterlegt ist. Ich habe jetzt hier zwei und könnte jetzt auswählen, zu welcher dieser Kurs gehört. Zur Info für dich, hinter der Lehreinrichtung ist auch das Branding hinterlegt. Das heißt, die Lernenden sehen einen entsprechenden Farbcode und das Logo, das hier hinterlegt ist. Die Beschreibung kannst du natürlich individuell auswählen, aber wir bieten auch die Möglichkeit einer Vorauswahl. Das heißt, du klickst einfach rein, drückst auf Enter und da gibt es schon eine Standardbeschreibung, die du gern auch dann erweitern kannst. Die Buttons aktiv und öffentlich lasse ich mal aus, aber du findest auch zu unseren Funktionen immer sogenannte Tooltips. Wenn du raufklickst, dann bekommst du entsprechend Hinweise in dieser Form angezeigt. Nun habe ich meinen ersten Kurs erstellt. Dieser wurde gleich in meiner Kursübersicht auch entsprechend integriert und ich kann nun durch Klick auf den Kursnamen kann ich auch in den Kurs reingehen. Das ist nun die Übersicht des Kurses und ich befinde mich im Bereich Bearbeiten. Und nun siehst du hier schon, dass hier Quiz und Stapel steht. Das heißt, in diesen Kursen bieten wir auch die Möglichkeit, Kapitel anzulegen und die sind unterschieden zwischen Quiz und Stapel, also Karteikartenstapel. Und ich beginne mal mit meinem ersten Kapitel im Bereich Quiz. Das heißt, ich bin im Bereich Quiz, es ist gehighlightet. Und nun kann ich hier auf das Plus klicken und ich habe jeweils in Quiz Academy die Option, Inhalte zu erstellen oder Inhalte hinzuzufügen. Ich erstelle jetzt im ersten Schritt Inhalte und hier werde ich wieder nach einem Namen gefragt. Das heißt, ich benenne jetzt mal die Quiz entsprechend durch. Das heißt, hier könnten jetzt deine entsprechenden Kapitel stehen, die du dir vorstellst. Dann mache ich Speichern neu. Und ich würde jetzt mal Quiz 2 sagen und Quiz 3. Das heißt, im ersten Schritt würde ich dir empfehlen, erstmal deine einzelnen Kapitel in deinem Thema auch hier entsprechend darzustellen. Ich habe es nun sehr einfach gemacht mit Quiz 1 bis 3. Du wirst sicherlich auch andere Kapitel dir vorstellen können. Dieser Button hier zeigt, dass das Quiz aktiv ist. Das heißt, wenn du es ausspielen möchtest, dann aktiviere es. Wenn du es noch nicht ausspielen möchtest an die Teilnehmer und daran noch arbeiten möchtest, dann kannst du es auch deaktivieren, indem du hier einfach auf diesen Toggle drückst. Jetzt haben wir erstmal Kapitel angelegt und jetzt gehen wir mal rein und legen in den Kapiteln entsprechende Fragen an. Und ich klicke einfach auf das erste Quiz rauf. Hier oben sieht man schon, ich bin jetzt im Testkurs und im Quiz 1. Und nun wieder auf das Plus klicken. Ich kann wieder hinzufügen und neue Fragen erstellen. Und jetzt gehe ich mal in die erste Fragenerstellung mit rein. Hier oben kann ich meinen Fragentyp auswählen. Ich mache mal eine Multiple-Choice-Frage. Ich war jetzt nicht sehr kreativ bei der Fragenauswahl, aber ich mache einfach mal Quizfrage 1 rein. Und
Hier kann ich den Fragetext eingeben. Jetzt gebe ich mal die Antwortmöglichkeiten ein. Antwort 1, Antwort 2. Zur Info, es gibt keine Beschränkung bei den Textlängen. Du kannst auch sehr, sehr lange Antworten oder auch Fragetexte hinzufügen. Du kannst sie entsprechend auch formatieren. Jetzt reichen mir zwei Antworten nicht aus. Ich möchte mehr haben. Das heißt, ich klicke auf Mehr Antworten und jetzt kann ich hier mehr Antworten hinzufügen. Und durch Klicken auf das Kästchen kann ich bestimmen, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Das heißt, alle grün hinterlegten Kästchen sind jetzt richtige Antworten. Jetzt kann ich noch bestimmen, soll die Reihenfolge der Antworten fest oder variabel sein. Das heißt, wenn die Teilnehmer die Frage sehen, sollen sie genau in der Reihenfolge haben, 1, 2, 3, 4 oder sollen die gemischt sein? Ich möchte jetzt die Reihenfolge fest haben. Das heißt, ich aktiviere dieses Häkchen. Eine Erläuterung wird dir wieder vorgeschlagen. Du musst diese nicht verwenden, aber es macht Sinn, mit Erläuterungen zu arbeiten. Und wir geben dir eine Hilfe, wieder Enter drücken. Und jetzt hast du schon mal die korrekten Antworten aufgeführt und kannst hier weiterführende Informationen nochmal an die Teilnehmer mit rausgeben. Ein Weblink kann auch mit ausgespielt werden. Ein Permanentlink eignet sich hier hervorragend. Das heißt, einfach eingeben und da kann man zu einer Erläuterung auch nochmal zu einer entsprechenden Website springen. Eine Quelle ist für dich nur intern, aber das, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre ein Tag zu verwenden. Und Tags sind dazu da, um Inhalte später besser wiederzufinden. Ich mache jetzt mal den Tag Thema 1, gebe ich an. Indem ich auf Enter drücke, wird dieser Tag gespeichert. Das heißt, ich kann ihn auch immer wieder verwenden. Das werde ich dir gleich mal zeigen. So, jetzt speichere ich die Frage. Save and Close. Ne, ich mache Speichern und Neu. Das heißt, die Frage wird gespeichert im Quiz 1 und ich komme direkt zur nächsten Erstellungsmöglichkeit. Und jetzt kann ich weiter eingeben. Das wäre jetzt sozusagen im Erstellungsprozess. Und jetzt gehe ich mal auf Muster anwenden und machen wir eine Single-Choice-Frage. Das heißt, wir bieten dir auch Muster, um auch schnell Vorlagen zu haben oder auch einfach mal diese Funktion zu testen. Richtig, falsch, falsch, falsch. Wir haben ja entsprechende lange Antwort. Wir haben ja auch Text mit dabei. Speichern, Save and Close. So, jetzt haben wir in unserem Quiz 1 zwei Quizfragen angelegt. Wenn ich die Reihenfolge gern verändern möchte, gehe ich vorne auf diese Punkte und kann das entsprechend verschieben. Das heißt, du kannst auch jederzeit die Reihenfolge von deinen Fragen verändern. So, im Quiz 1 ist eine Frage drin, also sind zwei Fragen drin. In Quiz 2 möchte ich auch mal ganz schnell noch eine anlegen. Ich gehe wieder auf das Plus. Jetzt füge ich mal Fragen hinzu. Das kann ich dir auch gleich mal zeigen. Fragen hinzufügen. Und jetzt habe ich hier verschiedene Optionen, die mir angezeigt werden. Zum Beispiel kann ich Fragen mit ChatGPT generieren lassen. Ich kann vorhandene Fragen hinzufügen. Ich kann aus einer Tabelle, die mir auch gegeben wurde, wir bieten auch Templates an, auch Fragen importieren. Wir selber bieten auch ein Importformat und Exportformat in Form von JSON an. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen. Das findet man auch in unserer Akademie entsprechend, was sich dahinter verbirgt. Ich zeige aber einmal, ich kann also Fragen, die ich bereits in Quiz Academy erstellt habe, wiederverwenden. Ich gehe mal auf bestehende Frage, wähle jetzt hier eine Frage aus, kann natürlich auch entsprechend nach Fragen suchen und importiere diese und ich verknüpfe diese, nicht verlinken. Verknüpfen heißt, dass auf die Originalfrage Bezug genommen wird. Kopieren würde heißt, es wird ein Duplikat erstellt, die aber nicht mehr verlinkt ist. Das heißt, Änderungen würden nicht mehr in die Originalfrage übernommen werden. Aber ich möchte jetzt mal verknüpfen und das habe ich jetzt entsprechend gemacht. Genau, im Quiz 2 ist eine Frage drin, die ich hinzugefügt habe. Gehen wir mal in den Bereich Stapel rein. Das heißt, so wäre jetzt der Prozess. Das heißt, ich würde empfehlen, erst die Kapitel im Bereich Quiz anzulegen und dann in den Kapiteln entsprechend die Fragen zu hinterlegen. Gehen wir in den Bereich Stapel rein und hier klicke ich jetzt mal wieder auf das Plus. Das heißt, der erste Schritt ist auch wieder die Kapitel in den Karteikarten anzulegen und das mache ich jetzt, indem ich neuen Stapel erstellen mache. Und jetzt würde ich hier entsprechend mit Stapel 2, das ist jetzt bewusst so gemacht, speichern und neu. Jetzt mache ich mal Stapel 1 und ich mache mal Stapel 3. Speichern. Das heißt, hier sind meine Stapel angelegt. Jetzt fällt mir auf, aha, die Reihenfolge ist ja falsch. Ich kann es also verändern durch Drag and Drop. Und jetzt habe ich die richtige Reihenfolge. Gehen wir rein in den Stapel 1. Und wir befinden uns jetzt im Stapel 1, können wieder Karteikarten hinzufügen. Und das machen wir jetzt mal. Ich kann auch mit Bildern arbeiten, habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt, aber ich kann mit Medien arbeiten, sowohl in Fragen als auch in Karteikarten.
Ich erstelle jetzt mal meine erste Karteikarte hier. Karteikartenfrage 1. Jetzt habe ich hier mal ein paar Bullet Points hinterlegt. Entsprechend die füge ich ein. Man sieht auch gleich, wenn ich das rausklicke, ist das gleich entsprechend dargestellt. Hier in der Vorschau wird es auch angezeigt. Erläuterung lasse ich bei der Karteikarte mal raus. Ich gebe aber wieder einen Weblink an. Und jetzt zum Tag. Ich hatte ja vorhin Thema 1 angegeben. Das heißt, wenn ich jetzt THE mache, schlägt er mir es direkt vor. Und ich habe jetzt auch eine Karteikarte zum selben Thema auch getaggt. Speichern wir das Ganze und wir haben die erste Karteikarte erstellt. So würde man jetzt vorgehen. Das heißt, ich würde auch hier empfehlen, dann die Stapel entsprechend anzulegen, zuerst und dann in den Stapeln die Karteikarten. Von der Menge her würde ich denken, dass pro Kapitel 5 bis 10 Inhalte, also Quizfragen oder Karteikarte, ausreichend sind, damit man auch angenehm lernen kann. Wir sind jetzt fertig im Bereich Bearbeiten. Jetzt gehen wir in den Bereich Freigeben. Das heißt, ich bin jetzt mit meiner Erstellung fertig und möchte das jetzt an meine Lernenden ausliefern, dieses Selbstlernmodul, damit sie eben selbstständig, ortsunabhängig, zeitunabhängig und mobil lernen können. Und das Ganze mache ich, indem ich hier auf den Bereich Kurs Freigeben klicke oder hier auf diesen Bereich Kurs Freigeben. Es ist alles noch deaktiviert. Für Lehrende bedeutet, ich kann meinen Kurs auch im Kursmarkt anderen Lehrenden zur Verfügung stellen. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein. Mir geht es jetzt darum, dass es den Lernenden zur Verfügung gestellt wird. Und das mache ich, indem ich den Kurs aktiviere. Und aktiv heißt nun, er kann ausgeliefert werden und die Teilnehmer können darauf zugreifen. Auch hier wieder, wenn ihr Informationen wollt zu den anderen Funktionen, schaut euch das i an und da bekommt ihr einen entsprechenden Tooltip, der euch genau das verrät, was hier passiert. Kommen wir zu den Verbreitungsmöglichkeiten. Die wurden gleich angelegt. Das heißt, wir haben einen QR-Code, wir haben eine PIN, wir haben einen Link, den wir verbreiten können. Wir können sogar einen Kursflyer nutzen. Das kann ich mal kurz zeigen. Der wird mal entsprechend generiert. Und dieser Kursflyer beinhaltet alle Informationen, um auf den Kurs zuzugreifen. Den könnt ihr verbreiten, den könnt ihr ausdrucken oder in eure Lernplattform hochladen. Und da kann wirklich jeder darauf zugreifen. Hier sieht man schon QR-Code, PIN und so weiter. Alles drauf. Ihr könnt den Kurs auch einbetten. Hier wird zum Beispiel ein Code gezeigt, den ihr dann auch in eure Lernplattform, beispielsweise Moodle, als HTML-Code einbetten könnt. Da kann man direkt in dieser Lernplattform dann auch auf den Kurs zugreifen. Ich zeige euch mal jetzt, wie der Kurs aussieht und wie man damit jetzt spielen kann. Das heißt, Kurs im Webclient in einer neuen Registerkarte öffnen. Das empfehle ich euch mal zum Testen für euch selbst. Das mache ich jetzt mal. Hier wird momentan das Menü angezeigt, weil ihr eingeloggt seid. Die Teilnehmer sehen das aber nicht. Und jetzt sieht man hier schon Quiz 1, Quiz 2, Stapel 1. Warum fehlen die anderen? Ganz einfach, es sind keine Inhalte drin. Ja, wir haben ja nur in drei Kapiteln Inhalte erstellt. Das heißt, auch nur die werden ausgeliefert. Ich gehe mal rein. Das heißt, der Teilnehmer, was kann der machen? Der kann jetzt mit Quizfragen und Karteikarten wunderbar lernen. Das heißt, ich gehe mal rein in Quiz 1 und jetzt sehe ich hier genau das, was ich erstellt habe. Antwort 1, 2, 3, 4, 5 in der festen Reihenfolge, hatte ich ja vorhin auch kurz erklärt. Und wenn ich jetzt hier auf eine falsche Antwort, genau, das war eine Multiple-Choice-Frage, er gibt mir sofort ein Feedback, gibt mir die Erläuterung entsprechend und ich kann auch den Weblink öffnen, den ich hinterlegt habe, und zwar war das quizacademy.de. Und jetzt habe ich eine runde Lernmöglichkeit. Die Teilnehmer können auch immer einen Kommentar schreiben, euch sozusagen Hinweise geben, ob etwas nicht verständlich war, vielleicht eine falsche Antwort ist. Das heißt, auch hier haben wir eine Feedbackschleife mit den Lernenden. Das ist mal die zweite Frage, die wir hier sehen. Hier haben wir eine ausführlichere Antwort und so kann eben entsprechend jetzt gelernt werden. Das, was wir in der Webversion nicht haben, wir haben ja keine Registrierung oder Anmeldung für Lernende, sondern die können das ja ohne Registrierung nutzen, in der Webversion zum Beispiel einfach einen Link verschicken und ich wurde ja nirgendwo gefragt, einen Nutzernamen anzugeben. Deswegen haben wir hier auch sehr rudimentäre Auswertungen, aber man kann damit auf jeden Fall auch lernen. Das, was ich euch ganz dringend empfehlen würde, wäre Folgendes, und zwar über die Teilnahme über die Quiz Academy App. Und dazu möchte ich jetzt gleich mal ein Video zeigen, das beschreibt, wie die Teilnehmer auf Quiz Academy zugreifen können, insbesondere mit der Lern-App, welche Vorteile die Lern-App hat und welche Lernmöglichkeiten sie insgesamt bietet. Ich kann schon mal ein bisschen anteasern. Und zwar können die Teilnehmer sich alles individuell zusammenstellen
Und wir bieten sogar entsprechende Lernalgorithmen, die Empfehlungen geben, wann gelernt werden sollte. Das heißt, wenn die Inhalte von euch gut aufbereitet wurden in diesem Kursformat in Quiz Academy, das könnt ihr natürlich alles selber erstellen, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, auch mit ChatGPT oder mit Importfunktionen auch diesen ganzen Erstellungsprozess etwas aufwandsärmer zu gestalten. Dann, wie gesagt, können eure Teilnehmer wunderbar mit diesem Format lernen. Und das wäre jetzt der zweite Part, den ich zeigen würde, und zwar, wie die Teilnehmer mit Quiz Academy lernen können. Video ab. Zugriff und Lernmöglichkeiten in der Quiz Academy App. In Quiz Academy können Lernende die Webversion oder unsere Apps in Android und iOS verwenden. Die Webversion kann auch auf Smartphones verwendet werden. Wir empfehlen jedoch ausdrücklich die Verwendung der Apps, da diese verschiedene Vorteile haben. Sie sind für das Smartphone optimiert. Sie bieten zusätzliche Lernoptionen wie den Lernplan und die Lernsession, Offline-Nutzung, eigene Erstellung von Karteikarten und Quizfragen und so weiter. Achte darauf, die richtige Version zu verwenden, da es eine School Edition, eine University Edition und eine Quiz Academy Edition gibt. Lernende benötigen bei Quiz Academy keinen Account und müssen sich nicht registrieren. Die Nutzung von Quiz Academy ist für Lernende grundsätzlich kostenfrei. Zugriff auf Inhalte deiner Lehrenden. Möchtest du auf die Inhalte deiner Lehrenden zugreifen? Dann öffne einfach die Quiz Academy App. Du landest auf der Übersicht Meine Inhalte. Diese ist noch leer. Nutze die Schaltfläche unten rechts in der Ecke, um auf die Quiz Academy Funktion zuzugreifen. Nun stehen dir drei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder du gibst den PIN-Code des Inhalts direkt ein oder nutzt den eingebauten QR-Scanner, um den QR-Code der Funktion einzuscannen. Darüber hinaus kannst du auch die manuelle Suche benutzen. Zugriff auf Quiz Academy Inhalte. Sowohl in der Webversion als auch in der App findest du eine manuelle Suche. Die Suche erlaubt es, nach Kursen zu stöbern oder diese direkt zu suchen. In unserem Kursmarkt sind Inhalte zu den unterschiedlichsten Themen von Quiz Academy-Nutzern und exklusiven Partnern zu finden. Lernmöglichkeiten in der App. Einfaches Lernen. Das ist die grundsätzliche Option, Inhalte in Quiz Academy zu lernen. Öffne einen Kurs, gehe in das entsprechende Quiz oder den entsprechenden Karteikartenstapel und lerne die Inhalte von Anfang bis Ende durch. Lernsession und Lernplan. Lernsession und Lernplan gibt es für Quizfragen und Karteikarten. Lernsession. Lerne genau das, was du möchtest. Über eine Lernsession kannst du dir individuell deine Lerninhalte zusammenstellen. Du kannst wählen, aus welchen Quizfragen oder welchen Karteikartenstapel Karteikarten berücksichtigt werden sollen. Du kannst auch aussuchen, in welcher Reihenfolge du spielen möchtest. Du kannst zusätzlich wählen, welche Inhalte du spielen möchtest. Alle Inhalte, nur nicht gewusste Inhalte, nur Favoriten oder nur noch nicht beantwortete Inhalte. Die Anzahl der Inhalte, welche aufgrund deiner Auswahl in der Lernsession gespielt werden können, wird hier unten im Bildschirm angezeigt. Lerne genau das, was du solltest. Der Lernplan stellt dir auf Basis eines intelligenten Algorithmus genau die Inhalte zusammen, die du lernen solltest, und erinnert dich daran, wenn du es möchtest. Je öfter du eine Quizfrage oder Karteikarte richtig beantwortest, umso seltener musst du sie wiederholen, damit du sie dir langfristig merken kannst. Der Lernplan besteht aus vier Lernstufen. Inhalte in Lernstufe 1 werden jeden Tag gelernt. Inhalte in Stufe 2 werden jeden dritten Tag gelernt. Inhalte aus Stufe 3 jeden siebten Tag und Inhalte in Stufe 4 nur jeden 30. Tag. Beantwortest du eine Quizfrage oder Karteikarte richtig, rutscht sie eine Lernstufe höher. Beantwortest du sie falsch, rutscht sie eine Lernstufe tiefer. Wenn alle Inhalte in der Lernstufe 4 sind, sollten die Lösungen in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert sein. Weitere Funktionen. Genau, damit möchte ich jetzt auch mit dem Video enden. Jetzt geht es noch darum, weitere Funktionen in der App. Und da geht es zum Beispiel auch darum, dass Lernende auch eigene Karteikarten und Quizfragen erstellen können, die dann als Vorschläge auch an die Lehrkraft gesendet werden. Aber es geht jetzt im Bereich der Einführung für den Kurs aus meiner Sicht auch zu weit. Gehen wir zurück. Das heißt, ich habe jetzt gezeigt, wie man einen Kurs erstellt, wie man auch Quizze und Stapel erstellt, eben als Kapitel, wie man dann auch in diesen Kapiteln dann auch Fragen bzw. Karteikarten erstellt. Dann habe ich schon ganz kurz gezeigt, wie man auch Sachen importieren oder hinzufügen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Optionen, die wir anbieten. Guck dir die gerne auch an, auch gerne entsprechend in unserer Akademie. Und vor allen Dingen auch, wie ich dann diesen Kurs an meine Lernenden gebe. Und ich empfehle eben, über den Kursflyer zu gehen oder entsprechend auch den Link zu verbreiten. Genau. Wenn ihr dann euren Kurs auch im Kursmarkt zur Verfügung stellen wollt,
dann könnt ihr einen entsprechenden Kursmarktmanager bei uns beantragen. Ihr erfahrt aber hier auch genau, wie das funktioniert. Und dann ist euer Kurs im Kursmarkt, und das will ich mal kurz zeigen. Dann kann ich auf diesen Kurs zugreifen und natürlich auch nach Kursen suchen. Ich werde jetzt mal unseren Beispielkurs hier verwenden. Ich klicke mal auf Plus, dann importieren. Und ich habe jetzt sofort einen Kurs, der in meinen Kursbereich importiert wurde. Das heißt, wenn ihr einfach mal so einen Kurs ausprobieren wollt für euch selber, könnt ihr auch über diese Import-Funktion gehen, reingehen und dann direkt zum Beispiel auch über diesen QR-Code oder über den Link auch direkt selber einmal spielen und ein Gefühl dafür bekommen, welche Möglichkeiten eure Lernenden damit eigentlich haben. Damit möchte ich auch enden mit dem Seminar Kurse. Ich hoffe, es war soweit verständlich. Wenn ihr Fragen habt, ihr findet genug Kontaktmöglichkeiten auf unserer Website, auch entsprechend hier unten im CMS, das heißt im Bereich Hilfe und Kontakt, könnt ihr auch hier uns telefonisch erreichen oder per E-Mail erreichen. Und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg mit diesem wirklich tollen Modul, was wirklich sehr gut ankommt bei den Lernenden.